Ja, okay. Oh, jetzt läutet. So die Miss vom Clion. Du hast nur ihn gepackt. Oh, der fährt aber nicht mit dem Rad, oder? Servus. Du, ja, wie geht's? Ja, gut. Bist du nur mehr ein Schatten deiner selbst? Ja, genau. Ja, ich glaube, der nimmt ab, aber es wird immer schlimmer. Also für mich ist die Wirtshauskultur, wenn ich in einen Ort reinfahre und ich sehe also ein Schild, dann weiß ich, da gibt es was Gutes zum Essen. Ne? Okay. Was Gutes zum Trinken und gemütliche Leute, wo man ein bisschen. Gemütliche Wirtsleute? Gemütliche Wirtsleute, ja, weißt du, so wie du halt einer bist. Ne? Nein, aber das ist für mich auch so ein Qualitätszeichen. Was ist für dich dein absolutes Lieblingsgericht, wenn du sagst, es geht um Wirtshausküche? Das gibt es in Niederösterreich nicht. Nicht? Nein, ich mache keine Kasnudel. Kasnudel! Weil der als Kärntner, da gibt es halt das. Ne? Gibt es einen Betrieb der Wirtshauskultur? Wo sagst du, geh ich gern hin? Ich gehe eigentlich gern in alle Wirtshauskulturbetriebe. Nur leider fehlt mir viel die Zeit dafür. Gell? Okay, passt. Wenn ich mal zu dir aufgekommen oder mal zum Flo nach Langenlebern fahre. Ja, ja. Oft die meisten das im Ruhetag, ne? Ja, beim Flo, da passt es. Ne? Ja. Bei dir, du hast ja nicht. Nicht Montag, Dienstag, ne? Ah, ja, schau. Ja. Ja. Aber beim Flo, der hat Dienstag, Mittwoch, da geht es ab und zu am Montag aus. Ne? Okay. Das ist ein gutes Frühstück. Und ihr seid halt einfach halt lässige Leute. Ich hab's mir als Kärntner da richtig integriert jetzt. Ne? In Niederösterreich. Also. Sehr gut. Auf das stoßt man an. Auf das stoßt man an, ja. Und auf, so funktioniert die Integration. So schnell geht das nicht. Angekommen in Rossatzbach. Oder Rossatz, das weiß ich nie genau. Ehrlich, weiß ich ehrlich nicht. Landgasthaus Essl. Da ist schon der Philipp Essl schon ein paar Jahre daheim. Super Koch, war lange in guten Häusern unterwegs und die Eltern sind auch richtig fleißig. Das wird da jetzt richtig dauern. Aber ich glaube, wir fahren hinten zu. Man schaut, jetzt haben wir Ringgarten. Wow! Hey, es ist so geil, wenn du da hinten zu fährst. Wo bist du? Wow! Servus! Geht's euch? Gut, ja, durchgeschwitzt? Gut. Servus, hallo. Jetzt war es richtig geil da oben. Du, wie lange bist du schon daheim? Boah, fragst du mich Sachen. Sechs Jahre? Sieben Jahre? Geil. Ich bin ja auch schon alt, Mann. Hey, da bist du überhaupt nicht alt. Sechs Jahre, glaube ich. Das schaut nur nicht mehr so jung aus. Du schaust ja noch jung aus. Nein. Da, und warst lang beim Thorsten Probost im Portal? Ja, genau. 1,5 Jahre. 3 Jahre. Genau. Und am Wörthersee noch, im Schloss der Seefels. Das ist okay. Also 5 Sterne. Nehmen wir, sage ja, ich was genau. Schon. Das ist ein 5-Sterne-Gelegenheit. Okay. Und wie du heimgekommen bist, habt ihr Heim gekriegt oder haben deine Eltern das schon gekriegt? Nein. Ich bin heimgekommen und ich glaube, 2 Jahre später haben wir dann die erste Heim gekriegt. Also okay. 13 Punkte und dann ein Jahr später in 14 Punkten. Seitdem haben wir 14 Punkte. Und dann ist eh gewesen Einsteiger des Jahres von der Wirtshauskultur und das okay. Jahr drauf gleich Top-Wirt. Geil. Und das hat dann uns schon, ja, ich muss ehrlich sagen, das war für uns ein Wahnsinn. Ne? 2 Jahre hintereinander, am Einsteiger dann Top-Wirt, war richtig klasse. Da hat es schon einen Ruck nach oben gegeben und hat auch für die Gäste, die kommen jetzt unter der Woche, dann ein bisschen Menü essen und so Geschichten und guten Wein dazu. Geil. Ja. So und ist aber berechtigt. Ja, so wie ich finde. Ich finde es eine moderne Wirtshausküche, ja, weil wir haben da unser Genussmenü. Da sind halt ein bisschen, da spielen wir halt ein bisschen, da machen wir halt immer was Frisches, weil es ist halt kein Tag, was wir probieren wollen. Und dann haben wir halt einfach, ich finde eine moderne Wirtshausküche. Es gibt halt natürlich ein Bockhändl, ein Schnitzel, dann haben wir jetzt immer so einen schönen 12 Stunden lang geschmorten Kalbsbraten auf der Karte, ein bisschen ein Händel, ein bisschen was Vegetarisches. Innereien, Beischel, Blunzen, Leber und so funktioniert eigentlich wirklich super, weil es eigentlich jeder was findet und bei uns kann auch jeder kommen, Radlfahrer, Wanderer, Kinder, Familien feiern oder sie kommen halt am Abend und haben Fine Dining, dann ein schönes Menü essen und Weinbegleitung. Das ist
jetzt in Ackstein. Am Acksteiner Hof. Grüß dich. Ja, Kollege. Grüß dich. Heute ist mein gesetzter Jürgen Kolleg-Dienst drüben. Habe die Ehre. Grüß dich. Servus. Alter, das lebt im Paradies. Ja. Boah. Wahnsinn. Und das fährt im Paradies. Ja, das stimmt. Wir sind froh drüber. Jetzt sind wir kurz bei dir. Also Chefin, grüß dich! Die Chefin des Hauses. Das ist die Chefin. Du, Ackstein Hof, wie lange gibt es schon da? Also wir sind jetzt 14 Jahre da. 14 Jahre. Aber es ist traumhaft, Chef. Es ist Traum da. Ja. Was? Ja. Kommen da viele Radler vorbei, oder? Ja. Also ich muss ja so sagen, bei uns fallen die Leute rein. Ja. Aber das ist ja so ein super, super Parkplatz da und wo, gell? Du weißt ja, die Bäume, das ist ja, die sind so schöne, es alte, gibt richtige... Es keine Sonnenschirme, ja, weil es nicht braucht. Nein. Brauche ich nicht. Und die Leute sitzen einfach gern da. Also da das ist eigentlich da der richtige Schanigarten. Ja, früher war ich auch nicht eine. Ja, bitte. Eine Firma. Wo wisst ihr selber, was wir machen? Ja. Natürlich. Na, woher so, wisst ihr das? Wir schauen ja ins Internet. Wir wissen, wo ihr seid. Echt? Ja. Habt ihr das verfolgt, oder? Nein, nicht da immer. Okay. Weißt du, also, ich bin zu zweit in der Küche. Ach so. Und jetzt haben wir die Hand gebrochen. Nein. Ja. 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 Wie ist das passiert? Wir sind heute in Betzenkirchen gestartet. Da hinten ausgerutscht. Genau, da die Gruppen weggerissen, die Gruppen beim Kränkt wie verrückt. Komm, schauen wir uns das an. Schaut, Kochen ist für mich nicht eine Arbeit, sondern ein Hobby. Und solange mich das Hobby freut, solange gehört es mir. Also Schnitzel, Schweinsbraten, das geht sowieso immer. Jetzt haben wir Saibling in der Karte. Aber eigentlich bist ja du die, die Karte präsentieren soll. Und jetzt momentan haben wir relativ viel Kasnudeln. Wir machen jetzt Kasnudeln. Die Leute sind begeistert. Okay. Das ist ursprünglich. Aber du für deinen Raum hast schon ganz schön Unterhose, muss ich feststellen. Nein, aber... Fragen wir, ob wir da alle Platz haben, wahrscheinlich nicht. Ich mach mir halt Schnack. Okay, und ich mach so Wirtshauskultur. Ja, der weiß noch alle Wirtshauskultur wieder. Okay. Stell dir neben kurz vor. Kessel. Waren wir gestern? Ja. Abendveranstaltung. Ja. Da bin ich Gegner dort. Ja, das sind wir eh ganz gut fit, oder? Ja, ich finde schon. Ja, okay. Ich meine, den Witz, ob ihr jetzt da zu Fuß rübergehen könnt ins Wasser, habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, oder? Nein, ich hab vergessen, wo die Schnur liegen. Der Ohren schriert daneben. Ist vorbei mit dem Zauber. Genau. Das heißt, wir haben jetzt zumindest einmal die Dress da. Sehr cool. Wenn du dann mal doch Zeit, wenn du das mitfährst. Ja, ja, unbedingt. Für alle. Irgendwo werden wir das unterbringen. Für alle. Ja. Eventualitäten. Weiß ich nicht, vielleicht schaffst du es. Ich weiß ja nicht. Du, ich hab mir's eintragen für jeden Sonntag bis Dienstag. Und mein Kalender, mein Zentralkalender. Also machen wir auf seriös, ne? Das gelingt da sicher, ja. Aber jetzt schon endlich. Warte, ich brauche noch einen Schluck Wein. Du. Spatengruppenobmann? Sag ich es richtig? Fachgruppenobmann. Fachgruppenobmann? Obmann der Gastronomie. Der Gastronomie österreichweit. Österreichweit, ja. Niederösterreich auch, aber österreichweit auch. Okay. Doppelfunktionär. Das. Und wie viele Wirtshauskulturbetriebe kennst du persönlich? Was glaubst du? Was ich glaube, durch das, dass ich viel in Niederösterreich unterwegs bin, glaube ich, von den 200, was haben wir, 222? Ja, 220 sind es jetzt. 220, ja. Sicher 150. Wirklich? Sicher. Schon dort gewesen? Das Interessante, durch das, dass ich ganz Österreich herumkomme, ja, auch in die anderen Bundesländer, ja, sieht man natürlich, wie differenziert die Gastronomie ist. Okay. Auch in den Bundesländern. Okay. Und da sticht immer wieder, muss ich halt sagen, auch wenn ich für ganz Österreich zuständig bin, aber Niederösterreich immer positiv hervor.
weil wir in der Wirtshauskultur ja das Bundesland sind, die meisten Mitgliedsbetriebe haben in der Wirtshauskultur, ja, und die eine sehr, sehr hohe Qualität da haben bei diesen Betrieben. Und das ist natürlich in der Breite der Landschaft nicht so einfach. Und da sieht man einfach, wie toll unsere Betriebe sind und wie toll eigentlich die Eigentümer da dahinter stehen, was die für eine Marke aufgebaut haben, weil Wirtshauskultur ist eine Marke. Ja. Und vor allem die Beständigkeit ist bei uns ein Wahnsinn. Ja. Und du schaust in Wien zum Beispiel, wechseln fast 50% der Mitgliedsbetriebe innerhalb eines Jahres den Besitzer. Und zum Abschluss, Fangfrage des Tages. Dein Lieblingslokal in der Wirtshauskultur. Und wenn du jetzt das Falsche sagst. Also, aufgrund meiner vielen Reisen in Niederösterreich, ja, gibt es für mich keinen Lieblingsbetrieb jetzt da, wo ich sage, zu denen fahre ich immer hin, ja, weil das auch gar nicht geht, weil mir viel daran liegt, dass ich nach Möglichkeit so viel wie möglich Betriebe kennenlerne, wenn ich unterwegs bin. Ist klar. Und darum habe ich nicht jetzt einen Betrieb, zu dem ich immer hinfahre. Okay. Nur ich finde es halt immer super, weil viele Betriebe so spezifisch sind und jeder was anderes hat, was er wirklich gut kann. Ja. Und, so, und das ist halt das Geile dran. Ja. Das glaube ich macht Niederösterreich auch aus, das Zusammenhalten. Ja. Weil nur miteinander sind wir stark. Ja, das allein reißt nichts. Ja. Deswegen trinken wir jetzt wieder eine Flasche mehr aus. Glaube ich auch. Danke. So wohl.